In diesem Video lassen wir Glas verschwinden. Naja, wir machen es unsichtbar. Und damit das funktioniert, braucht man Borosilikatglas. Das hat den gleichen Brechungsindex wie beispielsweise Rapsöl. Und hier verschwindet schon das Glasstäbchen. In diesem Experiment möchte ich ein Becherglas verschwinden lassen. Dazu habe ich hier Rapsöl drin und wenn ich das hier reingebe, ist es unsichtbar. Ich sehe nur noch die Beschriftung. Warum ist das so? Ganz einfach. Das Glas und das Rapsöl haben den gleichen Brechungsindex. Und daher verschwindet das.